Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion D2 im Ranglistenmodus. Magier und Zauberer sind da oben. Willkommen Fürst des Todes, zu geil. Nova. Pyrus am Start. Katze, Gatling Gun. Sieht ganz gut aus. Viele Fernkämpfer. Ja, aber das nehme ich so. Das nehme ich so. Pyro Start. Okay, er hat Auto angemacht, dann lasse ich das drin. War jetzt nicht unbedingt mein Plan. Aber war noch von letzter Runde dabei. Auch ein Pyro-Start. Auch ganz oben in die Ecke. Wir schauen mal rüber. Madman. Atom, Fiesta. Das ist Fiesta. Ja, Anfang gibt es nicht viel zu sehen. Pyrus macht alles ratzfatz weg. Da passiert nicht viel. Bauen kann ich eh nichts. Noch Upgrade machen. Ende. Mehr passiert hier nicht. Ja, mal sehen, was da draus wird. Aber ich habe eh den Batman, also. Da passiert auch nicht viel. Ich kann auch nächsten Rocker reinpacken. Katze dazu, okay. Ein Atom aufgewertet. Können ruhig den sechsten Worker gehen, hat die Schnecke gesendet. Doch, mach mal. Das macht er hundertprozentig zum Teufelsfisch. Das ist klar. So, hier war eine Echse sinnvoll. Dann packt aber weiter Stacks in die Katze rein. Wenn sie sich schon regeneriert, dann bringt das auch nichts mehr. Nee. Da mache ich lieber zwei Stacks rein. Das macht am meisten Sinn. Noch eine Katze gebaut. Mal eine Runde sammeln. Klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Siebten Worker am Start. Ein Hermit gekriegt. Das bringt noch nicht viel. Machen wir erstmal die Seraphin draus.
Nächste Runde dann zum Teufelsfisch. Und dann muss ich noch ein paar Bazookas hinstellen. Okay. Aber den wahrscheinlich nächste Runde aufwerten. Okay, Goblin-Copter, eine schon aufgewertet. Auf jeden Fall ein Blut rein. Okay, eine Turtle ist gekommen. Ah, ein bisschen overbuild. So, jetzt werde ich erstmal mit Bazookas aufrüsten. Den tauschen. Das sollte reichen. Mach die Schnecke noch mit rein. Möglichst viel senden. Die nächste Runde würde ich ungern schicken. Hat ihn verstärkt gehabt. Er hat nichts gesendet bekommen. Da ist ein bisschen was durch. Der mit Fiesta hat gehalten. Ich habe es gewusst, er hat ihn aufgewertet. Das habe ich gerochen. Stacks rein. Ja, mein Stuhl quietscht immer so. Ich furze nicht. So. Machen wir noch einen Kokab rein. Bisschen King aufwerten. Hat schon eine maximale Katze. Aber ist noch nicht wirklich schwer. Hat ja von Anfang an schon 6 reingesetzt. So sieht es doch gut aus fürs Erste. Könnten auf 11 gehen. Elf wäre gut für ihn. Und für mich auch. Die Katzen zumindest. Den Mudman muss ich dann anders down kriegen. So, der Ochse steht schon mal. Bisschen sammeln bis zur 11 klingt gut. Da können wir ein bisschen was raushauen. Ich schicke auch jede Runde. Na, passt.
wir die Kanone bauen. Das sollte reichen. This is my bone stick. Ja, von der Reichweite her sollte das passen. Ah, baut ordentlich. Aber kein magischer Schaden dabei. Hier drüben auch nicht, außer den Jüngerschuss bzw. die Atome. Das heißt, 11 ist ein guter Wave für uns. Wenn er keinen magischen Schaden baut, beziehungsweise beide nicht, dann sieht das gut aus. So, ich nehme den Zauberer. Dann kann ich nämlich mein Pyro verstärken. Fürst des Todes. Kann man eine Katze hin platzieren? Ja, das kann man machen. Muss mir nur kurz überlegen. Was wir noch reinschicken? Blut kann ich noch reinschicken. Etwas ungewöhnlich, hier auf 11 sowas zu schicken. Aber sollte ganz gut funktionieren. Hoffe ich mal. Madman Down, Fürst des Todes steht. Drachen geholt. Das gucken wir uns an. Klingt doch spannend. OP-Unit-Kombo. Ja, wenigstens ein bisschen durchgekommen. Wir müssen auf Aufprallteile gehen wahrscheinlich. Das wäre so mein Plan. Mein Vulkankanone steht erstmal. Da bin ich sowieso erstmal abgesichert. Auch Fürst des Todes. Drei Leute haben den Fürsten. Das ist nicht schlecht. Ja, ich baue mal lieber den Worker nicht. Den ich noch in der Pipeline hatte. Sieht immer ein paar Kack aus. Zu wenig Stichschaden, wenn die Katzen tot sind. Bauen ja auf jeden Fall noch mehr Zeus auf. Ja, mehr kriege ich leider nicht raus. Katzen. Kann ich hier eigentlich noch so eine Kaukop hinsetzen, was soll's. Hat eine Seeschlange. Ich probier's trotzdem mit der Echse. Holy shit, ein Ogre. Okay, alles noch um pinken Falken gebaut. Was ist Todes Down? Sieht es bei mir aus? Gar nicht gut.
Wir sind beide durch. Stockholm ist zu fett. Das hat uns ordentlich gekostet. Auf jeden Fall Block aufbauen. King Upgrade. Fertig. Okay, die sammeln wieder. Für uns war wahrscheinlich 16 nicht schlecht. Muss nicht sein. Eher 16. Stand im Weg. Ja, ist gut möglich. Wir liegen ganz schön weit zurück. Fünfhundertsechzig, holy shit. Das kriege ich nicht down. Nee, wir überleben das. Wir überleben das. Das ist kein Problem, das schaffen wir. Kann man auch mal einen Satz schreiben? Holy shit. Schick einfach. Was haben die denn für 16? Stich. Zwei Katzen. Ja, die Seeschlangen. Wow, aber der Rest doch nicht. Ne, wir müssen hier mal ein bisschen die Backline pushen. Hat der Hermit wird wahrscheinlich abscheißen. Let's go, boys. Schick doch! Holy shit. Was soll das? Was soll das? Einfach nichts gebaut. Mann, was soll ich da sagen? Das war doch Müll. What are you looking at? Not enough gold. Der hätte einfach mitschicken können. I will maul you. So eine Kacke. I will maul you.
Ja. Da gibt es einen Ogre und zwei Geisterritter. Das kann ich nicht immer halten. Sind auch beide durch. Ende. Er hätte schicken sollen. Dann hätten wir vielleicht die Runde überlebt. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut euch gerne mal an, wie das vorbei ist. Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.